Hi Leute, willkommen zu Dragen, wer baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar der nächste Teil, beziehungsweise der zweite für die Schrotterkeulen. Ich habe dann noch so ein paar andere Sachen gebaut. Ja, so ein bisschen so mit Zahnrädern, so eine Art Streitkolben. Das Ding hat man ja schon im ersten Teil und das auch. Ne, die haben wir ja schon mal. Wie gesagt, dann haben wir hier so ein Teil. Dann habe ich was gemacht. Ich wollte erst Handgranaten. Das sieht jetzt irgendwie aus wie so kleine Seeminen. Aber sieht bestimmt auch ganz lustig aus. Ne? So ein paar Muttern drauf gemacht. Unterlegt. Da muss ich auch noch ein bisschen mit dem Lötkolben drüber gehen. Und dann hier noch so ein bisschen was anderes. Und dann kommen noch zwei andere. Bei dem einen bin ich jetzt schon dran. Da kommt, ja, was gehört da drauf? So ein Kopf. Ja, doch, ich glaube, einen Kopf von einem Motorblock, also so Moped oder so oder Roller, also nichts zu Großes. Und das eine, da werde ich wohl wahrscheinlich, da habe ich was Schönes gesehen, das wird auch so eine Art Streitkolben werden. Ich denke mal mit so einer Mörsergranate, allerdings nicht so, wie ihr das jetzt denkt, so zum Zuschlagen, dass das Ding quasi so drauf ist, sondern. Naja, werden wir ja dann sehen. Zeige ich euch dann auch. Aber wahrscheinlich erst am Ende. Ich bin nämlich jetzt noch da. Dann fangen wir schon mal an, die ersten paar Dinger zu pinseln. Da muss ich bei ein paar noch ein bisschen was mit dem Lötkolben rumquälen. Aber sieht schon mal ganz gut aus. Wenn das ganze Thema euch gefällt, wovon ich ausgehe, bleibt dran. Wir sehen uns. So, wie gesagt, die ersten sind eigentlich soweit fertig. Ich gehe jetzt noch mit dem Heißluftföhn bei den zwei hier mal drüber. Der hier, glaube ich, da muss ich auch noch mit dem Heißluftföhn noch mal drüber gehen. Also ich könnte auch noch mit dem Lötkolben vielleicht noch ein bisschen. Ja, bei dem hier, glaube ich, muss ich auch nur noch mit dem Lötkolben und hier so ein bisschen von den Gewindesachen machen. Und ja, bei dem muss ich noch ein bisschen mehr. Die Zahnräder hatte ich noch nicht gemacht. Und so auch noch ein bisschen mit dem Lötkolben. Also Feinarbeit. So, dann würde ich sagen, wir gehen noch schnell mal mit dem Heißluftföhn drüber. Sieht doch schon gut aus. Dann können wir die drei können wir auf jeden Fall schon mal pinseln. Na, hier muss ich noch mit dem Lötkolben ein bisschen was drüber gehen, aber die drei können wir schon mal eigentlich anfangen. Irgendwo hatte ich mir noch Kordel hingeworfen. Irgendwie finde ich sie schon wieder nicht. Habe ich sie da runtergeworfen? Ja. Das ist zum Beispiel auch das Praktische, wenn er hier mit dem Bleiband so ein bisschen die Griffe macht. Dann könnt ihr da nämlich die Kordel dran machen oder Lederbänder. Ich mache immer mal Kordel, dann mal Lederbänder, je nachdem, was ich gerade hier so rumfliehen habe. Und daran könnt ihr die halt schön aufhängen. Ja? So. Dann machen wir wieder schön mit Flexiband. Und die Dose, die kann ich bald auch mal austrocknen lassen. Wie ihr seht, hier habe ich schon ziemlich dicke Ränder. Ja. Dann wieder das übliche, kennt ihr ja, erstmal wieder eine Schicht in Schwarz und dann wieder farblich. Aber das ist ja im Prinzip immer dasselbe bei den Sachen, kennt ihr ja. Schwarz ist jetzt soweit drauf in genügend Schichten. Jetzt gehe ich wieder hin, habe transparent genommen mit Silber und werde das Ganze jetzt erstmal hier so ein bisschen einsilbern. Das erstmal ein bisschen metallischer. Ich werde jetzt nicht in jede Ritze rein, damit da noch so ein bisschen Kontrast dann ist mit dem Schwarzen. Das ein bisschen aussieht, als wenn Schatten geworfen werden. Kleine Teil ist jetzt soweit am Trocknen. Das große habe ich schon soweit fertig. Wie gesagt, ich habe es relativ dunkel gehalten, damit ich mit dem Silber noch so ein bisschen Akzente setze. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich da überhaupt das vorher noch ein bisschen schwarz machen soll. Mal gucken. Ich glaube, bei dem werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren, was sich
optisch bei dem gut macht. Spüren wir da nämlich selber noch nicht so ganz schlüssig. Und dann schauen wir einfach mal, wie das nachher alles so aussieht. Ich jetzt erstmal so ein bisschen mit Silber ein paar Akzente setzen. Und dann fangen wir an mit Rost. Ich denke ja mal, dass die Sachen, wenn die von Schrottern sind, dass die überall so, ich sag jetzt mal, gefunden worden sind. Und aus den Teilen dann halt sich die Waffen zusammengeschustert wurde. Also gehe ich auch mal von aus, dass die jetzt nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, im besten Zustand sind. Ich kenne mich mit Schrottern nicht aus, ob die ihre Waffen pflegen, aber ich würde jetzt mal, ich stelle mir nicht vor, als wenn sie die Waffen gut pflegen. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal in die Kommentare drunter schreiben. Wie gesagt, so Endzeitsachen ist so gar nicht so meins. Da bin ich nicht so unbedingt drin, aber es ist mal halt immer mal wieder Spaß, sich mal sowas zu bauen. Ist mal eine Abwechslung. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Vielleicht mache ich bei dem einen oder anderen dann doch ein bisschen mehr Rost. Mal gucken. Bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Aber momentan, muss ich schon sagen, das Ding sieht schon richtig geil aus. Ich glaube, demnächst muss ich mal wieder ein bisschen noch mal eine andere von den Rostfarben. Also ich muss sagen, die sind schon ziemlich praktisch. Aber ich glaube, ich werde dann noch eine dunklere mir mal besorgen. Prinzipiell kann ich das dunklere auch machen, indem ich danach noch ein bisschen braun nehme. Aber so, ich muss schon sagen, das hat schon was. Ich muss sagen, die Dinger sehen richtig geil aus. Und da der Topcoat noch drauf ist, wow, gefällt mir richtig gut diesmal. Hätte ich nicht gedacht. Bin echt begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Das Ganze ist mir jetzt mit der Rostfarbe noch ein bisschen zu hell. Da gehen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen stellenweise mit ein bisschen Braun drüber. Dafür habe ich mal wieder Flexi-Pan transparent, einen dunklen Braunton rein. Und dann nehmen wir hier einfach noch mal so ein bisschen drüber, dass das alles noch so ein bisschen gammeliger aussieht, sage ich jetzt mal. Hier bin ich schon ein bisschen mit Braun drüber gegangen. Wenn wir jetzt hier noch mal einen Klarlack drauf machen. Ich hatte hier schon mal eine Ladung, aber wie gesagt, das war mir alles noch ein bisschen zu hell. Vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen mehr Braun drauf tun sollen. Topcoat ist jetzt trocken. Dann werden wir das Janis jetzt mal noch einen Ledergriff dran machen. Ups. Man kann natürlich auch noch das ein oder andere in einer anderen Sache machen. So Newtekordel, Panzertape, Paracord, Mullbinden. Also je nachdem, was den Leuten gefällt. Ne? Da könnt ihr frei sein. Ups. Je nachdem, was euch da halt so gefällt. Letzte. Na, wollte nicht so. So. Das ist mal wieder Müll. Dann habe ich hier wieder so ein leicht angeeckt, damit man das hier besser anmachen kann. Das Leder mache ich auch immer so ein bisschen hier die Spitze nach innen, damit man dann anschließend dann noch ein bisschen drüber wickelt. Das hält dann nachher besser. Und da habt ihr schon mal hinten eigentlich nicht, dass sich da was lösen kann. Aber wie gesagt, das kann man natürlich hier auch noch anders machen. Aber das liegt dann an euch. Ich nehme jetzt einfach für die Griffe mal Leder, weil das am einfachsten geht. Wie gesagt, da könnt ihr dann noch so dicke Paketschnur drum wickeln oder was auch immer. Je nachdem, was ihr gerade so mögt oder was ihr da habt. Wie gesagt, so alte Mullbinden, die dann ein bisschen mit Acrylfarbe einmocken.
oder so, das kann man auch machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber das liegt dann an euch, wie ihr geschmacklich das mögt. So. Schneiden wir ab. Hätten wir ein bisschen kürzer machen können. Ende noch gut verkleben. Dann nehme ich in letzter Zeit immer gerne Kontaktkleber oder Kontakt, ja doch, Kontaktkleber von Patex. Den finde ich eigentlich ganz gut. Der hält doch richtig gut. Also jetzt nur für das Lederband. Ne? Und dann immer gucken, dass er das Ende großzügig verklebt. Das ist nämlich immer, das löst sich nämlich gerne mal. So. Dasselbe machen wir jetzt bei den anderen auch allen. Dann werden wir das Ganze jetzt noch ein bisschen verranzen. Und zwar nehme ich ein bisschen Schmirgelpapier. Können natürlich auch noch Drahtbürste oder ähnliches nehmen. Das liegt dann an euch. Das Ganze sieht jetzt schon ein bisschen vermockt aus, wenn er nicht so ganz sauber den Lederstreifen schneidet, bevor er das dann klebt. Ist auch nicht mal so schlecht. Da kann man auch ein bisschen was mitmachen. Wie hier so, das hier rivelte und ausgemockte. Aber das können wir halt auch mit einer Drahtbürste oder mit Schmirgel machen. Je nachdem. So, diesmal nehme ich nicht das Teil, das ist irgendwie eingeschnitten. Nehmen wir einen neuen. So. Diesmal nehme ich den schwarzen, die schwarze Lederfarbe. Dann gehe ich hier so ein bisschen drüber. Da wo das jetzt hell war, da hält das ganz gut. Dann sieht das alles so ein bisschen abgenutzter aus. Und nehme hier so neu. Ja, nicht zu dick drauf machen. Hat das aussieht, als wenn man mit seinen verdreckten Händen da drüber gegangen ist. Ja, so sieht das jetzt aus. Machen wir bei dem anderen auch noch schnell, wenn wir gerade mal so dabei sind. So, dann werde ich euch die ganzen Dinger jetzt mal zeigen. Und zwar, das Teil hier, das habt ihr ja schon gesehen mit den Zahnrädern. Das Ding hier auch, ne? Wie ich euch versprochen habe, ich habe 7 Teile gebaut. So, die tun wir mal hier auf Seite. Dann das nächste Teil. Das ist hier so eine Art, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich was mit so Eierhandgranaten bauen. Das sieht jetzt irgendwie mehr so aus wie Seeminen. Naja, mal gucken. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Gefällt mir auch. So, dann das Teil kennt ihr ja auch schon hier mit den Zahnrädern. Ne? Griffe habe ich irgendwie alle so mehr oder weniger gleich gemacht, wie gesagt. Kann man dann auch anders machen, wenn man dort Lust hat und natürlich auch anders gestalten. So, dann haben wir noch was. Dann haben wir hier das Ding, da habe ich einfach so, als wenn da hier so Metallteile dran geschweißt oder sowas sind. Ne? Ein bisschen verbogene Stange und sowas. Ne? Auch nicht schlecht. So, und jetzt kommen die richtig geilen Teile. Die habe ich jetzt so als letztes gemacht. Das hat hier so einen kleinen Zylinderblock, so was Art drauf, von einem Mofa, Motorrad oder sowas. Ne? Hätte ich vielleicht noch ein bisschen größer machen sollen, aber hey, oben noch ein Zahnrad drauf, aber das hätte ich vielleicht besser weglassen sollen. Ich habe ein bisschen Angst, dass da vielleicht mal hängen bleibt, aber naja, gut. Das fand ich auch geil als Idee, mal. Ne? So ein Zylinderblock oder sowas hat ja auch nicht jeder drauf. Okay, den habe ich ein bisschen rechteckig gemacht, den hätte ich vielleicht ein bisschen viereckig machen sollen, naja, gut. Das ist mein erster. Und dann mein Liebling, die Mörsergranate. Ja, ich hoffe mal, das Ding kann man erkennen. Ja. So ein bisschen hier so eine Metallstange, ein paar Zahnräder, ein bisschen Gewinde und dann quasi die leere Granate so draufgeschraubt, hat dann oben quasi die Flügel so ein bisschen als wie so Morgenstern oder Streitkolben halt. Ja. Ich hätte natürlich noch eine Idee mehr gehabt, aber ich glaube für 7 Stück, um euch ein bisschen zu inspirieren, reicht es. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wieder gefallen. Wie gesagt,
Habe ich ja gesagt, 7 Versionen baue ich davon. Die kriegt auch zu sehen. Ich hoffe, dass ihr die alle auch vernünftig sehen konntet und euch bei euren eigenen Projekten dann auch ein bisschen inspiriert. Also man kann vieles machen. Bisschen Fantasie, mal überlegen, was das alles so an Schrott gibt, wo man sich halt so eine Keule draus basteln könnte. Gibt es noch jede Menge andere Möglichkeiten. Wie gesagt, das sind jetzt so 7 verschiedene Versionen gewesen, weil ich gefragt worden bin, ob ich für die Schrotter halt so was bauen könnte. Und natürlich alle gleich zu bauen ist natürlich auch blöd. Also habe ich 7 verschiedene gebaut. Dann hoffe ich mal, dem einen oder anderen hat das Ganze gefallen, ein bisschen inspiriert für eigene Schrotterkeulen oder was auch immer. Ne? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.